Hallo. Hallo, grüß Gott. Ein Chili Cheese Döner bitte. Alles klar. So, mein Schön, jetzt nächster. Oh, das ging aber schnell. Ja. So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder mal was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir sind nämlich immer noch in München unterwegs und vorhin auf dem Weg zum Aldi, als wir Klopapier kaufen wollten. Ich glaube, wir haben das Klopapier vergessen. Eigentlich sind wir, ja egal, kein Klopapier mehr. Leute, haben wir diese Dönerbude gesehen hier. Curry Imbiss, Döner Kebab, Kebab Chichi and more, ne? Hier steht so ein Ismo rum. Original Münchner Bier trinken wir jetzt schon wieder früh am Morgen. Die Jungs schon sind wieder verrückt. Ja, früh am Morgen, 4 Uhr ist es gerade und die Sonne brennt. Guck, haben wir hier noch Toast, hier Mehl mit Loch. Das ist wichtig, weil wenn das Mehl kein Loch hat, dann kann es auch gar nicht rausfallen. So habt ihr dann Mehlfinger. Wir haben auf jeden Fall diesen Dönerladen hier entdeckt und der war vorhin noch zu, als wir dran vorbeigelaufen sind. Und ich habe dann gesagt, ich will trotzdem mal schauen, was es da gibt. Und was habe ich auf der Speisekarte entdeckt? Chili, Cheese, Döner. Das möchte ich euch mal kurz, hier zeigen. Auf der Karte, alle Speisen halal. Hier gibt es auch Kebab-Chichi überall dabei. Ihr habt Klassik-Döner, Chili-Cheese-Döner, Oriental-Döner, vegetarischer, Gemüse-Döner, Dürüm, alles dabei. Und bei uns gibt es ja nur in Eisfeld und in Schleusingen zwei Läden, die Chili-Cheese-Döner haben. Und das sind meine absoluten Lieblingsdöner, Chili-Cheese. Ich muss immer, wenn ich in Eisfeld oder Schleusingen bin, einen Chili-Cheese-Döner nehmen. Deswegen hat mich das jetzt ein bisschen heiß gemacht, dass es hier auch Chili-Cheese-Döner gibt. Münchner Chili-Cheese-Döner, die müssen wir auf jeden Fall mal testen. Jetzt, wo wir vom Aldi... zurückkamen, ihr seht ja auch, ist auf, es leuchtet, da ist schon der Dönermann, ne? Da werden wir jetzt mal hingehen, werden bestellen und sagen, hallo, ein Chili-Cheese-Döner bitte zum Mitnehmen, ne? Sie erinnern mich aber an den Herrn Hannes, ne? Der ist natürlich Spaß. Der Hannes ist drin, der hat jetzt bestellt für uns und zufällig ist das Fenster hier auf. Dachte mal, ist ein bisschen lustig, wenn wir beim Hannes die Döner bestellen. Was ah, du hast es verpasst. Du musst hingehen, sagen, hey, und bestellst und dann gibt das dir raus, verstehst du? Nee, der Ismo versteht's nicht, weil ich habe jetzt den Döner bestellt und dann wäre der Cut, bis der Döner fertig ist und dann wird der Döner überreicht. Aber nee, der Ismo ist halt wieder am Rumzicken und Rummeckern. Trink dein Bier und dann ist gut. Ich habe gute Laune heute, also komm. Ja, du hast ja auch ein Stone Cold Steve Austin T-Shirt an. So, wir warten jetzt, bis der fertig ist und werden ihn auch hier direkt essen. Nicht, dass der wieder kalt wird. Aber ne? Er hat ohne Cheese bestellt. Er hat sogar Eiweiß scharf gemacht. Ich habe sogar mit Fladenbrot bestellt. Nein, drumherum. Bestellt ohne Brot. So, das Essen ist auch schon fertig, ne? Bin ich mal gespannt. Wir haben auch direkt jetzt zum Hieressen. Schummel den mal hier ab. Danke, Hannes. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Der Ismo hat wahrscheinlich auch gleich schon einen. Und ich finde es hier auch übelst schön, weil ihr habt hier direkt auch Kissen. Ihr könnt euch hier hinsetzen. Könnt hier essen, ne? Hier oben sind sogar Lämpchen dran. Da ist auch so eine Leuchterkette, Lichterkette, alles. Alles halal, halal Food. Hier, der nächste Chili Cheese für dich. Für mich? Habe ich jetzt zwei. Ach, das ist aber schön. Guckt euch das mal an. Das ist mit Käsesoße, ja. Das ist mit Jalapenos, das sieht man richtig. Das sieht auf jeden Fall mega aus. Wir haben die Woche nämlich bei so einem Burgerhaus bestellt und da habe ich extra Chili Cheese Fries genommen. Hab erwartet, dass da so dicke, fette Käsepommes kommen, also so mit Käsesoße, mit Käse überbacken und Jalapenos dabei. Die waren einfach nur so breit, dünn, schwarz und haben total muffig geschmeckt. Da war kein Käse dran und nichts, da waren keine Jalapenos dabei, die waren nicht scharf, das war einfach gar nichts. Guck mal, wie gut es aussieht. Aber hier, ja, da sind ja gar keine Jalapenos drauf. Das ist mit allem ohne scharf. Mit allem! Bestell dir auch immer mit allem, dann ist okay. Wir werden jetzt mal, ich muss das mal irgendwie, ich glaube, ich muss euch mal hier herstellen, in die pralle Sonne und fix mal abbeißen. Einfach nur mal umzugucken, wie der schmeckt, wie gut er ist. Wenn das eh die gleichen sind, dann kann ich mir auch einfach den hier nehmen. Einfach mal reinbeißen. Mitten an der Straße. Und dann fliegt einfach alles raus. Schönes, softes. Vor allem ist hier wenigstens Brötchen wieder dieses Fladenbrot, dieses dreieckige. Bei den anderen Dönerläden hier in der Umgebung, da gab es ja nur so Döner-Sandwiches. Deswegen.
So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier irgendwie reinbeiß. Sehr gut. Kommt eh jetzt. Ein Döner, ja. Wie war die Cevapcici gestern? Mega geil. Geil, oder? Ich weiß nicht, was das für Soße ist, aber es schmeckt irgendwie so ein bisschen wie Sauce Hollandaise mit Schärfe, mit Jalapenos. Ist auf jeden Fall interessant und wirkt auch komplett frisch, nicht so pframpfig. Das Fleisch, Hühnchenfleisch, denke ich mal, auch sehr zart und dünn. Hier fällt der Käse runter. Alles klar, da bloß. Früh morgen mit euch ausstoßen. Noch einmal hier rein. Hey, der Dönermann will mit dir anstoßen, hat er gerade gesagt. Da fällt alles runter. Ist auf jeden Fall gut belegt. Und nicht so wie bei uns immer, da ist unten das ganze Fleisch drin, oben lauter Gemüse drauf. Ihr habt erst gar nichts vom Fleisch und dann habt ihr nur noch Fleisch, ohne irgendwas Frisches dabei. Und das ist komplett von oben bis unten schön saftig, schön fruchtig. Die Jalapenos sind einfach immer beste. Bei uns kannst du zwar auch Jalapenos drauf machen auf jeden Döner, dann kostet das aber nochmal und nochmal und nochmal. Oder sie sagen, sie haben gar keine. Cheese, Chili Cheese auf jeden Fall mein Lieblingsdöner. Egal, wo ich hingehe und wo es einen Chili Cheese Döner gibt, muss ich auf jeden Fall immer mitnehmen, muss ich immer essen. Und der Dönermann wollte noch mit uns anstoßen. Da hoffe ich mal, dass die Kamera gleich noch mal funktioniert und noch mal angeht. Dass wir das noch haben. Noch als schönes Abschlusstake. So, der Inhaber möchte gerne noch mit uns anstoßen. Ne? Der ist sehr freundlich auf jeden Fall, sehr zuvorkommend. Kam jetzt hier raus mit Bierchen, hat gesagt, komm Jungs, wir stoßen an. Also Prost, dann, Prost natürlich. Ein Radler trinken, weil da ich in der Arbeit bin, muss ich noch ein bisschen nüchtern sein. Mit dem Radler geht's. Radler ist auch gut. Naturradler, dieses Naturtrübe finde ich sogar besser als die normalen. Genau. Weil diese ganz normalen, die sind so säuerlich manchmal, aber so Naturtrübes kann man auch trinken. Ist ja auch keine Schande Fall, jetzt. Auf jeden Fall. Also ich möchte jetzt hier keine Biervergewaltigung machen. aber Radler schmeckt auf jeden Fall. Jungs, danke schön, dass ihr hier seid. Und guckt euch nochmal genau das T-Shirt an. Halal Food, Kerry Imbiss, Essen ist ein Bedürfnis, Genießen ist eine Kunst. Genau. Genial. Steht nochmal Name dabei, Telefonnummer, ruft an, ne, zack. Aber nur, wenn ihr was essen wollt. Wenn wir öfters hier wären, ich würde mir immer hier einen Chili Cheese Döner wiederholen. Weil bei uns sind die so selten, die gibt es kaum irgendwo, aber wenn ich einen sehe, muss ich den einfach testen. Das ist Gesetz. Also wir sind hier jetzt gerade in München in der Heidemannstraße. München-Heidemannstraße. Unser Imbiss heißt Kerry Imbiss. Und hier haben wir natürlich, wie vorher gesagt, Halal Food. Unsere Ware besteht hauptsächlich, unsere Speisen bestehen hauptsächlich aus Rind, Pute und Hähnchen. Ich kann euch gerne mal auch kurz unsere Kollegen vorstellen. Moment, stell das mal kurz ab. Also wir sind hier jetzt natürlich drinnen und das sind unsere Damen. Sagt mal Hallo hier zu dem Kamerateam. Hallo. Okay. Und die tun das Essen frisch vorbereiten und ich helfe dann natürlich so gut wie möglich oder so viel wie es geht mit. Und ja, so viel läuft unser Tag und wir heißen euch auf jeden Fall herzlich willkommen in unserem Kerry Imbiss in München, Heidemannstraße 37. Oh. Wisst ihr Bescheid? Wenn ihr sogar hier schon mal wart oder hier was gegessen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn nicht, wenn ihr aus der Nähe kommt, schaut wirklich mal hier vorbei. Kann ich empfehlen. Also alles bestens, wunderbar. Dankeschön auf jeden Fall. Ich danke euch. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. So, wer es glaubt oder nicht, 5,50 ein Döner. Wir hätten jetzt also 16,50 bezahlt. Ein Zehner ist okay. Und als wenn das nicht schon reichen würde, haben wir hier noch so einen Beutel mitgekriegt. Was da drin ist, das seht ihr in der Extra-Folge. Eine Zugabe des Hauses, ja. Und hier seht ihr auch nochmal das Haus. Hier von der Seite nochmal. Kerry, Imbiss, ne. Könnt ihr herkommen, wisst ihr Bescheid. Richtig guter Mann. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Gibt es bei uns gar nicht so. Beziehungsweise, da sind drei Fladenbrote drin mit Kebab-Chichi und in jedem Fladenbrot sind 5 Kebab-Chichi drin. Gab's einfach so. Kommt Jungs, hier als Dankeschön.
Kebab-Chichi im Fladenbrot. Fünferpack, immer so, zack. Bin ich mal gespannt, jetzt haben wir auch gleich was zum Abendbrot. Können wir nochmal einen Test machen, können das nochmal zeigen. Also, Grüße gehen raus und Peace out, Vorhaut, nochmal. Euer Ramses, euer Ismo. Oh, oh, oh. Und der Hannes. Grüß euch.